Paging Passenger Paul Niemann. Am Flughafen gehe ich immer als Letzter ans Gate. Ich mag diesen Moment, wenn alle auf mich warten müssen. Ich genieße diesen Moment, wenn über alle Lautsprecher mein Name erklärt. Paul Niemann, Paul Niemann. Und neben mir diese Männer, die langsam nervös werden, weil sie zu spät kommen werden. Paul Niemann, Paul Niemann. Weil sie alle Angst haben. Calling Paul Niemann. Ganz langsam bewege ich mich Richtung Gate. Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4. Dreh mich nochmal um, schaue nach einer Weile in die Schaufenster. Gate 5, Gate 6, Gate 7. Die warten auf mich, das weiß ich. Ist viel zu aufwendig, meinen Koffer wieder auszupacken. Gate 8, Gate 9, Gate 10. Jetzt kehre ich nochmal um. Jetzt setze ich mich wieder hin. Paul Niemann, bitte. Zu Flugsteig 17. Beratung bedeutet Heilung. Bedeutet noch einmal neu anfangen können. Bedeutet wow. Bedeutet jetzt geht's los. Allen Anforderungen jederzeit neu und offen gegenübertreten. Sich weiterbilden. Niemals stehen bleiben. Allen Entwicklungen des Marktes aufgeschlossen, innovativ gegenübertreten. Den Markt als engsten Partner und Vertrauten lieben lernen. Als erfolgreicher Partner, Manager, schafft man es, die wichtigen Leute beim Klienten für einen zu gewinnen. Und dazu braucht man eine ganz interessante Mischung aus Intelligenz, Ausstrahlung und Selbstsicherheit. Idealerweise glaubt der Kunde, dass der Berater sein smarter Freund ist, der viel schneller und schlauer als er selbst die Lage im Griff hat. Mein Enthusiasmus lässt nach. Meine Energie. Ich spürte, wie ich langsam im Flug aus dem 20. Stockwerk unseres Bürogebäudes zu Eis gefror. Alle Vierer von mir gestreckt, panischer Gesichtsausdruck, wirre Panik. So flog ich Richtung Eis, konnte kaum neben den anderen Katzen auf dem Kanal zum Liegen. Festgefroren unter Eis, da lagen wir starr und starrten einander in die Augen, niemand sprach. Auch hier hoffte jeder, er wird es noch irgendwie schaffen, wenigstens er, da lagen wir Tausende. Rausgeschmissen, festgefroren, im Eis, bewegungslos. Zu nichts fähig, eine Statistik, die geschönt wurde. Die, die nicht getraucht wurden, festgefroren unter Eis. Eine letzte Erinnerung, während ich langsam in Zeitlupe erfror. Der Flur nachts. Ich gehe als Letzter. Die Räume atmen leise vor sich hin. Alles wartet auf den nächsten Tag. Der Geldstrom fließt weiter. Ich höre das Rauschen. Es ist ein leeres, schnelles Rauschen. Es ist eine schnelle Einsamkeit in diesen Räumen. Wenn das Universum sich ganz allmählich zusammenzieht, mit einer Gleichgültigkeit durch die Leere rast, dich einfach mitreißt, ob du willst oder nicht. Dieser unbetäubende Lärm und dieser Riss zwischen mir und den Menschen und dem Planeten, der wieder zur Fläche wird, die einbricht, entgegenstürzt. Dieser Schrei, allein durchs Universum zu stürzen, wissen, dass das Universum mich nicht bemerkt, weil es sich für